Moin, moin, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genshin Impact. Heute widme ich mich einen Schrein. Und zwar, ich bin zwar ein bisschen unterlevelt, aber es ist der Tempel des Wolfes. Wir waren da mal durch eine Quest drinne. Ich glaube, hier haben wir Kaya das erste Mal getroffen gehabt. Oder was mit Ember? Auf jeden Fall ist das jetzt hier ein richtiger Schrein. Davor war es nur so ein kleiner Quest-mäßiger. Denn ich würde mir gerne noch ein Dings zulegen. Ein bisschen Urgestein, damit ich wahrscheinlich das letzte Mal bei Baal ziehen kann. Eine Multiziehung. Und das würde ich ja schon gern versuchen. Wenn ich vielleicht, ich sag mal, Rosaria rauskriegen würde, würde ich nicht nein sagen. Wenn ich noch ein paar gute, sag ich mal, Artefakte hier mitnehme, warum auch nicht? Ja, heute widmen wir uns auch eine weitere Quest, und zwar die Schlucht, der Rupa-Schlucht, die ich ja schon mal angesprochen habe. Boah, eigentlich heißt es die Quest ja anders, und zwar das Schwert, Schwertergrabsiegel. Das widmen wir uns heute. Aber vorher kloppe ich mir mal kurz hier den Weg frei. Ich bin mit meinem Team, was ich gerade habe, eigentlich ja ganz zufrieden. Ausrüstung ist okay, wie gesagt, die mache ich gerade alle so Step by Step. Ich finde auch da oben, seht ihr das? Das ist eine Truhe. Ich finde die auch ziemlich gemein, weil soweit ich weiß, kommt man da oben tatsächlich, glaube ich, nur hin, wenn du so ein Beispiel mit hast wie Kasua oder Venti. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die vielleicht einen Aufwand hier verursachen. Ja? Nö, die verschwinden einfach. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich wüsste sonst aber ehrlich gesagt tatsächlich nicht, wie man sonst da oben hochkommt. Weil ich habe jetzt keinen Charakter, der mir gerade einfällt, womit ich, sage ich mal, was er schaffen könnte. Wie ist es in der Prüfung, wenn hier Eis ist? So. Tschüss, mein Freund. Ich hoffe, das überlebst du jetzt einfach mal nicht. Nope. Ah, ich habe ein paar schöne Sachen bekommen. Ein Rezept zum Kochen habe ich bekommen. Ich will jetzt mal eben kurz gucken. Ach, ich komme gleich zurück. Wenn in anderen Räumen auch was gewesen wäre, ich glaube nicht. Hoffe ich zumindest nicht. So. Paar schöne Sachen gegönnt. Aber mein Dings habe ich doch immer noch nicht, meine 40, oder? Na gut. Oder? Habe ich jetzt doch das gekriegt gehabt, nur ich habe das nicht gesehen? Oder muss ich das nochmal von vorn machen? Nee. Anscheinend, ich weiß nicht wo, aber ich habe das wohl... Ja, ich habe das wohl eingesammelt. Hups, aber okay. Gut. Was habe ich denn jetzt überhaupt für ein neues Rezept gelernt? Achso, muss ich... Okay, ja, muss ich kochen. Gut. Habe ich genug zum Ziehen? 1925? Ja. Hab genug. Okay, letzte Ziehung bei Ei. Also, here we go. Das ist meine dritte Multiziehung, müsste es, glaube ich, sein. Willst du auch nie nur reine Waffenziehung oder bekomme ich einen Charakter? Wenn ja, bitte nicht nochmal Sarah. Ich mag zwar Sarah, aber... Das sind alles... Nochmal die Glocke! Und ein neuer Charakter, Sayu. Schön. Sayu, gleiches Problem wie Sarah. Inazuma-Charakter kommt noch. Ach, leider, leider, leider wird sie mir aber... Ja, man kann, ich kann sie euch ja mal vorführen. Das kann ich ja machen, ne? Kleine Sayu kann ich euch ja mal vorführen. Dann mache ich mal einmal schnell das hier. Dann einmal das. Die Materialien habe ich ja zum Glück durchs
Probe kennenlernen. So, ja, Sayu, kleines Tanuki-Mädchen kann man sagen. Sie ist überraschenderweise ein Zweihänder. Ist ein Anemocha, also ein Windcharakter. Ist, bis auf unsere Reise sind tatsächlich die ersten Windcharaktere, die wir haben. Es gibt auch gar nicht so viele Windcharaktere. Besonders nicht im Vier-Sterne-Bereich. Ja, was kann sie gut denn so? Sie kann, also das, mit ihrer Ulti kann sie heilen. Also fügt den Gegner in die Anemocha anstatt rumgegieren in die Nähe EP, basierend auf Sayus Angriff wieder her. Also auch schon ziemlich nice. Noch viel mehr so grob zusammengefasst. Und ja, also sie ist, auch mal glaube ich, ein Zweihänder, ja, Heilerin. Kann man bestimmt gut gebrauchen. Ich habe Sayu auch noch nicht so oft gespielt gehabt, also ich werde sie auch mehr spielen. Wahrscheinlich kommt sie auch mehr zum Einsatz, wenn ich in Inazuma bin. Aber sie, klar, erstmal kann ich sie auch noch spielen. Also bis Level 40 kannst du auch Charaktere aus anderen Gebieten spielen. Dann braucht man eigentlich schon ihre Bossmaterialien und das oder andere Materialien. Damit ist problematisch. Aber das wird schon gehen. Eigentlich für Truppe erscheuen Kristallschmetterlinge und einige andere Leben wesentlich auf, wenn sie sich ihnen nähern. Solange Sayu in der Truppe ist. Okay. Also, ich zeige euch einfach mal kurz Lil Sayu, was sie so kann. Also, ich hätte mir mit Rosaria, wäre mein Wunschcharakter gewesen, weil die ist nämlich auch aus Mondstadt. Aber ja, und ja, Sayu ist ein kleines, nicht nur Tanuki-Mädchen, sondern sie ist auch ein kleines Ninja-Mädchen und ja, sie ist mal müde. Also, wie gesagt, sie ist ein Zweihänder. Ich finde es auch cool, einfach, dass die zweite Waffe einfach ihr größer angepasst wird. Sie greift relativ schnell an für einen Zweihänder. Also im Vergleich hier zu Noel, ihr seht sie, ist Sayu bedeutend schneller. Ja, wie gesagt, ihre Ulti ist eine Heilung, aber das Coolste an Sayu, ne? Das Coolste an Sayu ist, was bisschen der kleinere Charakter kann. Sie kann die Sonic-Rolle! Das ist ganz cool. Kannst du ein bisschen sie kann das auch recht lange machen. Also kannst dich hier schön auf den Weg machen durch die Weltgeschichte. Und ja, irgendwann hört sie dann auf, macht dann so einen Round-Haushieb und dann ist gut. Also, cooler Charakter. Und wie gesagt, habe ich jetzt auch nicht so oft gespielt. Werde ich jetzt aber. Wie gesagt, bis Level 40 könntet ihr eigentlich alle ohne Bedenken spielen. No pain. No game. Und ja, gut. Ich mache mich gleich auf nichts im Schwergrab und ich schaue erstmal, was die Sayu so gibt. Bis gleich. Und da bin ich auch schon. Ich habe Sayu jetzt doch mal ihre die Waffe ein bisschen hochgelevelt, weil ich spiele sie jetzt doch noch ein bisschen. Wäre Verschwendung, einen neuen Charakter nicht zu spielen. Und alle Charaktere haben tatsächlich eine ganz eigene Laufanimation. Kann ich jetzt nur ein bisschen schlecht zeigen. Ja, den nehme ich jetzt mal mit. Der hat nämlich seinen Schlüssel verloren, den muss man nämlich suchen. Können wir gleich verbinden. So. Gut. Aber erstmal das. Untersuche die dreifachen Siegel. Bericht die dreifachen Siegel. Okay. Das muss ich eh machen. Ich weiß es gerade leider noch nicht, welche wir waren. Aber ich glaube, da oben waren wir noch nicht. Heißt ein paar Hichule. Ich weiß, vielleicht habe ich sie wieder falsch ausgesprochen. Einfach mal platt machen. Dann müssen wir eigentlich schon gut vorankommen. Und hier soll irgendwo ein Siegel sein. Da oben. Okay. Komme ich da irgendwie hoch? Muss ich gleich mal gucken. Ob ich da einen Weg hoch finde. Ja, ich spinne mich mal hier lang. Keine Kummer, keine Sorgen. Ich finde dieses, dass sie sich kurz, ich sag mal, in eine Rauchbombe auflöst. Verschwindet. Okay, schon ziemlich cool. Also wie gesagt, bei ihr ist es wichtig, die Heilung basiert auf ihr Angriff. Deswegen, ja, warum auch nicht. Gut. Schau ich mal. Komm, mach den Weg frei. Du musst doch hier irgendwas kaputt machen. Let it rain.
Ja, habe ich alles. Ich weiß gerade leider nicht mehr. Ich bin im Moment, es ist eigentlich ein Lager von denen. Ja, Sayo zu spielen macht schon Spaß. Wie gesagt, in meinen richtigen Account habe ich sie noch nicht so oft gespielt. Aber sie ist schon lustig, muss man wirklich sagen. Auch wenn ich tatsächlich lieber mag, wenn die Ultis per, also normal R2-Move, hier bei PlayStation in dem Fall, Vorstellungszeremonie. What? Was habe ich hier jetzt gemacht? Ja, kann sein, dass ich dafür meinen Hauptcharakter brauche. Eine Minute Zeit ist doch ein bisschen wenig. Ich finde schon, dass man Ulti auch angreift. Das wusste ich gar nicht. Da ist nur zu allen da. Du haust ab. So, ein schöner Spin Dash. Na komm. Sehr schön. Gut. Eis habe ich. Und das erste Siegel ist gebrochen. Schönes Ding. Wo war es eigentlich schon das zweite? Auf jeden Fall gibt es eine fette Belohnung. Einfach mal her damit. Ich nehme alles mit. So, perfekto. Gut, dann wird mich jetzt dem anderen Lager. Ich nur kurz wüsste, wo welches es nochmal war. Aber wir sehen uns einfach gleich da wieder. Ich habe mir einen kleinen Umweg genommen. Ich bin jetzt hier oben. Das ist, wenn ihr, wie gesagt, wo ich mich gefragt habe, wie kommen wir da hoch? Ihr geht einfach hier die Wachtürme der Hechhule, klettert ihr hoch. Dann seid ihr auf dem Vorsprung. Und wenn ihr jetzt nicht daneben springt oder in die Luft abgeschossen wird, schnappt euch das Siegel. Und ich habe gerade gesehen, da vorne ist noch eine große Truhe. Die nehme ich auch mal am besten mit. Und ich weiß gar nicht, ob ich da auch hinkomme. Guck mal, auf dem Siegel ist auch ein Anemo-Dings. Kann ich da so hinfliegen? Ich hoffe jetzt einfach mal. Na, passt das? Ja, passt. Huch, untersuchen. Weiß cool. Bin hier beim Grab, alles klar. Ich bin nicht sicher, ob das auch mit Siegel zu tun hat. Da sind drei Selis. Vielleicht sind die auch wichtig. Wir schauen mal kurz. So. Gut, das müssen nur eins sein. So. Komm ich da? Hat schon? Ich höre es glitzern, aber ich sehe es gerade nicht. Hallo? Bin ich zu klein? Bin ich? Jetzt hat das keinen Bock und spielt. Muss ich ernsthaft. Ja. Ich muss, glaube ich, von der Felswand darunter. Und das Fliegen aktivieren. Also. Bis gleich. Okay, Planänderung. Ich mache das jetzt einfach von hier. Einfach vom Teleportationspunkt, mein Gott. So, fliege ich da jetzt einfach so heran. Ist viel einfacher. Ich habe jetzt gerade zweimal versucht gehabt, die blöde Wand hochzuklettern und da habe ich jetzt auch keine Lust mehr. So, Ingemir ist kurz. Sein Schlüssel, der freut sich. Yay. Könnte ich sein. Ich verliere auch mal meinen Schlüssel. So, und der hier, der sollte ja wohl nah an uns genug dran sein. Jo. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es was mit dem Siegel zu tun hatte, weil eigentlich bin ich immer, habe ich ja schon alle Dings gemacht gehabt. Die beiden Lager habe ich eigentlich schon. Nö, man bekommt einfach eine geile Truhe. Okay, dann muss ich gleich mal gucken. War das nochmal? Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht.
Hinterm Grab war ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich schau mal. So, ich bin jetzt hier neben dem, neben der Schlucht. Ich war hier vorne nämlich. Kann man leicht verwechseln, sind ja auch beide direkt nebeneinander. Also, um das Grab zu aktivieren, müsst ihr wahrscheinlich die hier und die hier eine Vorrichtung aktivieren. Also, ein paar Chichu-Lägern muss schon sein. Oh, so ein kleiner Boss. Der aber eigentlich kein Problem sein sollte. Nee, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Bogenschützen nerven da oben ein bisschen. Ich will doch eigentlich nur... So, geht doch. Ich habe gerade nichts wirklich gesehen, aber was soll's. So, und die letzte Vorrichtung. Sehr schön. Das Schwergrabsiegel haben wir auch gemacht. Hol den Schatz des Schwergrabes. Ja, aber ich sehe gerade, hier ist noch ein Anemo irgendwo versteckt. Und zwar hier. Nice. Den nehmen wir noch mit. Ich weiß nicht, ob sonst noch was. Das Lager von denen ist ja eigentlich ziemlich groß. Wenn Sayu jetzt Bock hätte. Danke. Und die feiern ja eigentlich da. Die sieht mir aber nicht so aus. Ob die das verstecken? Huch, ich will eigentlich nur die Kiste hinter dir zerstören, nicht dich töten. Sorry. Okay, da ist nichts. Leider, leider bleibt Sayu doch öfters mal hängen an so Erhöhungen. Wenn das nicht wäre, wäre sie echt super einfach hier so ein bisschen rumrollen. Würde fühlen. Würde ich durchaus fühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich glaube, hier ist nichts mehr, also gleich wieder zurück zum Grab. Und wie man sieht, das besagte Siegel ist weg. Also einfach nur die drei Hulager hier in der Umgebung plätten und schon kommen wir ran. Ein unbearbeiteter Zweihänder des Nordens. 50 Urgestein und eine lila Feder hat sich voll gelohnt, denn diese ja, unbearbeitete Zweihänder benutzt man nämlich zum Schmieden für nice Waffen. Also eigentlich haben wir nur zwei am Anfang, aber es ist cool. Deswegen, ich will mir erstmal noch aufbewahren, Sayu und Noel haben ja einen Zweihänder, aber schön gut zu wissen, dass ich jetzt einen habe. Ich beschwere mich ganz sicher nicht. Das Einzige, was mich jetzt noch interessiert, ich habe ja gerade eine Feder bekommen. Was kann die denn? Die ist auch Stufe 4. Okay, die ist doch nicht so geil, wie ich gedacht habe. Ist nicht so brauchbar. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch niemand gerade die Sachen... Ja, doch, Lisa habe ich die gegeben. Irgendwie kann man schon meinen, Lisa wird hier meine... ist hier quasi meine Königin irgendwie. Ah, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Eben Tarkun ist ja schon nice, ne? Aber ich muss den eigentlich auch irgendwie jemand geben. Ist gut, ich muss noch in Ruhe nachdenken, wen ich was gebe. Vielleicht fiel mir dafür auch einfach ein Charakter. Kann auch sein. Auf jeden Fall wird sich irgendjemand irgendwann mal drüber freuen. Und wenn ich zu lang warte, kann ich es auch gleich, ja, verschrotten. Gut, dann haben wir es auch. Ich könnte euch noch eine kleine Sache zeigen. Weil ich glaube, der Paar ist uns ein bisschen zu kurz. Und zwar gehen wir hier beim Gelöbniscup. Sprich mit Lin. Okay, kann sogar einen neuen Auftrag machen. Ich glaube, vielleicht lasse ich Sayu auch einfach drinnen, weil es ist eigentlich ganz cool, hier rumzudüsen, ohne dass man Ausdauer verbraucht. Also es ist angenehm. Es ist wirklich angenehm. Jetzt renne ich ein bisschen so lalilali da. Bisschen Sport. Ist wichtig, macht Spaß. Dann aktiviere ich mal kurz hier den Seli. Der aber irgendwo... Wo will der denn hin? Weil ich möchte eigentlich... Wo ist es denn? Da oben hin!
Da ist einfach so, ja, Dimensionsloch. Und das sollten wir uns angucken. Erstmal Gegner wegkloppen. Ist an sich nichts Wildes. So. Kann nämlich sein, dass das Seli auch erst dann wirklich zu einem kommt, weil, wie gesagt, wenn Gegner da sind, war es glaube ich sogar so, dass es keinen Bock hat. So, die Elektrosteine kann man übrigens abschießen. Ich weiß aber bis heute nicht, was die wirklich bringen. Hört sich so jetzt an, so, Dilo, du spielst das doch schon lange. Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die sind einfach da. Wie ich. Die sind einfach da, aber haben nicht so einen richtigen Nutzen, also, joa. Da ist eine große Truhe. Huch. Merkwürdig, cool. Der taucht auch an manchen Stellen auf. Was mit ihm auf sich hat, kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen. Ich glaube, mit dem gibt es ein Achievement, aber ja. Und weg ist er. Wenn ihr jetzt wisst, was mit ihm auf sich hat, schreibt es mir gerne in die Kommis. Ich lese mir es gerne durch. So, hat jemand mein Seli gesehen? Ich finde es auch schön, wie ich gerade einfach eine Feuerspur hinter mir erziehe. Aber ist okay. Bin der flammende Tanuki. Da. Das ist das Problem bei diesen Selis. Die haben manchmal keinen Bock. Kommst du jetzt mit? Mein Gott, es kann fliegen und trotzdem ist es scheißen langsam. Wie Palmon. Komm schon. So, wehe, du fliegst jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, wehe, es fliegt jetzt nicht alleine weiter. Aber natürlich. Gut. Das letzte haben wir da oben auf dem Vorsprung. Okay. Habe ich eigentlich hier schon die Gegner eigentlich? Das ist nämlich auch ein Schleim, aber ein Dendro-Schleim. Tarnt sie jetzt Blume. Ja, scheint schon zu haben. Sonst hätte ich einen Schiefen, glaube ich, gekriegt. So. Gut. Na, komm, komm. So. Aktiv. Gehst du da rein? Los! Und tatam. Wir haben jetzt hier einen schönen Aufwind und eine schöne Übersicht. Schau ich das mal an. Cool. Ist sonst oben was? Nein, kein Siegel für mich. Aber da geht's rein. Oder? Was? Warum hast du eben nicht gezählt? Ich bin durchgeflogen. Was ein Betrug. Lass mich doch reinfliegen. Mit Lichtgeschwindigkeit voraus. Ich weiß nicht unbedingt, was wirklich Lichtgeschwindigkeit ist. Für mich ist es einfach Porter. Jo. Wir sind da, wo ich hinkommen wollte. Jetzt hätte ich gerne Noel dabei. Du bleibst hier. Der ist der Nervigste. Ach, stimmt, ich habe doch einen Zweier dabei mit Sayu. Ja, ich muss mich jetzt dran gewöhnen. Wie gesagt, so oft habe ich Sayu noch nicht gespielt. Daher habe ich Noel mehr gespielt und Noel habe ich auch schon nicht wirklich häufig gespielt. Aber sie haut schon gut rein. So. Paar nice Sachen. Und jetzt schauen wir uns das doch mal. Da ist auch noch ein Dings. Ein Armmusigel. Das ist der gewohnte Abgrund. Ihr könnt das quasi Zelda-mäßig like mit der Drillhöhle vergleichen. Eine große Version des Albtraums, die nun schon sehr lange Zeit. Doch, da kann man gar nicht so schnell lesen. Das kann man ja gar nicht so schnell lesen. So, also, es gibt immer einen bestimmten Mondsegen. Ja, solange die Version halt da ist. Ihr macht bestimmte Räume, wo euch Gegner erwarten. Ich kann euch das einmal kurz zeigen. Und zwar, ja, das ist die Belohnungsvorschau, was ihr immer so für geiles Zeug kriegt. Wenn ich jetzt auf den Raum gehe, Stufe 25 Gegner,
Kann man machen. Wird halt immer schwieriger und schwerer. Aber ich lasse es erstmal noch gut sein. Ich lasse es erstmal noch gut sein. Aber ich habe es euch schon mal gezeigt gehabt. Na? Ja, und das andere Musik, da muss man an der Seite hochklettern. Freunde, ich mache jetzt aber hier mal die Abmoderation. Also das hier sparen wir uns noch ein bisschen auf. Ich würde sagen, wenn wir vielleicht ein etwas besseres Team haben. Kann ich denn nicht hochklettern? Ich bin gerade am Überlegen, wie ich da hochkomme. Weil irgendwie muss ich ja da hochkommen. Deswegen gönnen wir uns das erstmal noch nicht. Aber wir werden das. Ah, okay, ich sehe schon. Wir werden das aber recht schnell machen. Denn ihr habt es vielleicht schon gesehen gehabt, wenn man hier in Interaktion geht, kann man recht schnell Xiangling und Kolai freischalten. Und darauf arbeiten wir hin, dass ich die auf jeden Fall recht schnell freischalte. Na gut, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben jetzt einen Schrein geschafft gehabt, die gewundene Abgrund aktiviert und wir haben eine Quest erledigt. Ich würde sagen, es reicht für einen Tag. Alles klar, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.